Und raus mit dem Wecki, schön treiben lassen und nebenbei auf Grund. Hier soll das ganz gut gehen, an der Yama, und ich bin mega gespannt. Also, erster schöner Biss. Wir haben es jetzt gerade früh morgens, kurz vor 5, und es geht langsam los. Ich habe allerdings auch schon vorher jetzt in der Nacht ein bisschen rumprobiert, verschiedene Köder probiert, verschiedene Wecki-Würmer und Montagen genommen. Upp. Langnasen-Saugdöbel. In klein, noch mit der untermaßig Färbung. Den nehme ich auch gerne mit in groß. Da habe ich auch Bock drauf. Das Teil endlich mal fangen als Trophy wäre der absolute Hammer. Also maximal wieder raus hier mit dem Grundsetup. Schön wieder stramm ziehen. Und dann weiter hier beim Treibangeln mit Wecki-Rig. Das scheint ja in den letzten Tagen immer populärer zu werden. Immer mehr, da ist was dran, erster Biss. Immer mehr Angler testen das gerade hier mit dem Wecki-Wurm an der Yama. Schön mit der Strömung ins Treibangeln kommen. Ja, wie beim ersten Video dazu, ich verlinke das nochmal, da schon gesagt, also man braucht natürlich auch die passenden Köder. Man braucht ganz wichtig ein Setup mit dem passenden Wurfgewicht. Auch Langnasensaugdöbel, okay. Auch das gerne, gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Ich hatte gerade in der Nacht hatte ich schon ein Setup auf Grund ausgelegt mit einem Tauwurm. Möglicherweise auch nochmal eine Option für den Saugdöbel. Und da geht es schon wieder los. Nicht schlecht, da geht es schon wieder los. Gerade wieder ausgeworfen. Die gerade die Route, die funktioniert hat. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich bin übelst gespannt, was hier geht. Ugui soll hier auch noch gehen. Ugui oder eben auch immer mal wieder zwischendurch die mongolische Rotfeder. Und die hätte ich natürlich auch gern. Mongolische Rotfeder hätte ich richtig Bock drauf. Gerne immer wieder mehr Uguis. Ugui bringt halt immer ganz gut Cash. Und wenn dann hier der Saugdöbel noch nebenbei reingeht, alles tipptopp. Oder wenn hier auf Grund, das geht auch an anderen Spots immer mal wieder, der Regenbogen stimmt. Auch das natürlich gerne mitnehmen. Ausgeschlitzt bei mir. Die Meldung, wo war die denn? Wait a minute. Hier links? Nee. Hier auch nicht. Dann wohl? Dann wohl auf dem... Oder war das gerade schon? Das kann sein, dass es gerade schon war. Das ausgeschlitzt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Vielleicht tatsächlich. Ich guck mal kurz rein hier in Setup. Lackert es? Habe ich Biss? Nee. Also vielleicht tatsächlich ausgeschlitzt auf dem Kunstköder. Denn, das hatte ich ja auch im letzten Video schon gesagt, wenn wir dieses Treiben, und da kommt der Biss, dieses Treiben lassen machen mit dem Wecki-Rig und die Route abstellen, besteht eine erhöhte Ausschlitzgefahr. Das wurde irgendwann mal eingeführt, als die Tunguska relativ neu war, und da wurde quasi eine, ja, oder die Physik quasi ausgenutzt, mit drei Routen gleichzeitig dann beim Spinning. Also das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und dann wurde dann irgendwann da so ein Riegel vorgezogen, dass man das nicht weiter ausnutzen kann. Jetzt gucke ich mal natürlich eben, warte mal, haben wir hier, haben wir Biss, flackert die Schrift, nee, noch kein Biss, das heißt, ich muss jetzt mich, ich kann die Route noch in der Hand halten, das ist halt wichtig, ne? Also wenn wir hier das Treibangeln hier haben wollen, und das ist natürlich auch da, wenn wir die Route abstellen, das Treibangeln, aber wir wollen natürlich auch mitkriegen, dass dann ein Biss ist und in dem Moment auch den Anschlag setzen, und das kriegen wir natürlich nicht mit, wenn die Route abgestellt ist. Da war schon die Überlegung, ob der Rodpod dem da so ein bisschen entgegenspielt sozusagen und das dann doch wieder vielleicht möglich macht. Warten wir es nochmal ab. Also da muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen jetzt testen hier. Treibangeln auf Rodpod. Normal müsste ja jetzt dann quasi die Schnur hier so durchgezogen werden. Ich stelle mal ab. Naja, eigentlich zieht ja jetzt hier die ganze Zeit die Schnur durch, ne, während des Treibangelns.
Aber ob dann da auch noch, ja, es ist immer noch dran, ob dann da auch noch die ganze Zeit quasi die Ausschlitzchance erhöht ist. Ich vermute ja, weil einfach abgestellt. Ich vermute ja. Weil man kriegt ja trotzdem nicht mit, ob da jetzt wirklich was dran ist oder eben nicht. So, noch kein Biss. Ja, wir bleiben erstmal bei dem Setup, ne? Also das ist hier gerade ein Medium-Light-Setup. Man kann auch ganz einfach das Belaya-Setup nehmen. Belaya-Setup, Vecchi-Rig einstellen und gib ihm. Kostet nicht viel. Schön kleine Rolle drauf und ab dafür. Ich habe jetzt hier gerade einen Zweierhaken, relativ groß. Zweierhaken, trotz allem, was halt die ganze Zeit immer wichtig ist, 1,7 Gramm Haken. Das sind die Haken, die auch schon eine kleine Bleikugel oben dran haben. Also ausgebleite Haken sind das. Und dann eben hier den Kingstick 4,003. Der soll wohl gerade ganz gut laufen hier auf Ugui und Co. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal eben rein. Ne, nix. Auch nix. Also hier zuppelt immer mal wieder was. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt vielleicht dann doch eher durch Bisse sind, die da lang zuppeln, durch Fische, die da gerade versuchen dran zu beißen, aber noch nicht so richtig haken. Also mit dieser starken Strömung ist es natürlich wieder ein bisschen special. Und ja, jetzt ist es die Zeit. Ne? Wir haben 7 Uhr. Jetzt muss hier ein bisschen was gehen. Ja, zu wenig Bisse hier auf Vecchi-Wurm. Also bauen wir das Ganze einfach nochmal direkt wieder um. Wir nehmen den klassischen 6er-Haken und den auch hier in 1,75. Gehen wieder zurück hier auf den, na, wo ist er, der King? In 4. Hier ist er. 3,5 Gramm. 4,003. So, und dann auch wieder maximal weit raus. Ja, das ist natürlich richtig sexy, ne? Wenn man so weit auswerfen kann hier mit so leichten, feinem Setup, dann macht das Ganze hier natürlich Bock. Schön ins Treibangeln, jawohl, da sind wir wieder drin. Das Treibangeln läuft. Und jetzt mit einem kleineren Haken mal probieren, ob da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Frequenz reingeht. Zack und Biss, na guck. Auch nicht lang warten. Direkt. Für Ugui und Co. Ich denke, da wird auch einen 6er Haken an für sich ganz gut reichen. Vielleicht maximal noch einen. Oh, da ist sie. Da ist sie. Die will ich. Alter. Freakiges Ding. Ey, mongolische Rotfeder. Sauber. Direkt wieder raus damit. Und hoffen, dass da noch mehr reingeht. Zack. Und der Erste, der auch mal ein bisschen in die Bremse geht. Na, guck. Na, guck. Und es geht weiter beim Grundangeln. Ja, die Grundsetups gucke ich natürlich auch gleich nochmal eben rein. Wie das alles so gebaut ist. Ausgebleit gerade hier alles schön. Dass wir, ja, so schön maximal auswerfen können. Oh, was haben wir denn da? Ja, ja, ja. Die nehmen wir natürlich auch mit. Wobei ich muss sagen, jetzt hier solche normalen Lachse auf dem feinen Setup auf 9 Kilo muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe jetzt hier 190, 189 Meter Schnur drauf. Also das ist schon ein bisschen knapp. Wenn da was Dickes, wirklich Dickes reingeht. Das muss nicht sein. Aber so, wenn das so weitergeht hier mit den Größen, bin ich voll zufrieden damit. Ja, auch hier zählt natürlich wie immer an der Yama extrem die Wetterbedingungen. Wir sind jetzt gerade hier in der ganzen Woche bei einer sehr, sehr grauen, verregneten Woche. Nix ist mal mit Sonnenschein oder so. Also bei mir jetzt hier auch gerade komplett, ich sag mal, Temperatur eher ein bisschen geringer. Aber alles eben grau und verregnet. Ob das jetzt groß Einfluss nimmt? Ja, na klar nimmt es groß Einfluss. Aber ob sich das auf die Fische jetzt, auf die Zielfische auswirkt? Tja, das sehe ich erst, wenn ich nochmal einen sonnigen Tag erwische. Vielleicht hat ja irgendwo zwischendurch mal, vielleicht gibt es ein paar Stunden Sonne und dann sieht man das vielleicht mal. Aber wenn das so weitergeht, dann haben wir natürlich erstmal nur das Ergebnis für so einen verregneten und grauen Tag. Also kann dann durchaus sein, dass so ein sonniger oder leicht bewölkter Tag deutlich besser oder eben schlechter funktioniert.
Ja, auch das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Treiben lassen gegen die Strömung. Ja, Treibangeln bleibt die ganze Zeit hier bestehen. Ich ziehe quasi immer wieder ein und lasse ihn weiter treiben. Normalerweise würde das Treiben ja weggehen, aber es geht halt nicht sofort weg, sondern eben erst nach einer gewissen Zeit. Jetzt war er vielleicht ein bisschen zu lang gekurbelt. Ja, und wenn das dann eben passiert, naja. Aber man kann tatsächlich auch mit diesem Treibangeln versuchen einzukurbeln, immer mal wieder eine Pause machen, dass der quasi zurückgezogen wird, aber dann wieder zurück, wieder mit der Strömung treibt, dann wieder schnell ein bisschen einziehen. Und so kommt man dann, oder kann man dann eben auch nochmal ein bisschen triggern und wieder zurückziehen und dann wieder auswerfen und von vorne das Ganze treiben lassen. Ja, mein Grundsetup ist momentan noch nicht so überzeugend. Da gab es ein paar Berichte, die gezeigt haben, dass das eben hier auf Steinfliege ganz gut funktionieren soll. Sechser Haken Steinfliege. Ich lasse mal die eine Steinfliege draußen, schmeiß auf dem anderen jetzt aber mal einen Tauwurm raus. Gucken wir mal, ob da vielleicht sogar der Langnasen-Saugdöbel nochmal drauf geht. Das wäre natürlich sensationell. Ansonsten das zweite Setup tatsächlich ganz simpel auch hier. 6,8 Kilo, relativ klein, 6er Haken, Steinfliege, mehr nicht. Und raus damit. Und jetzt natürlich wieder schnell hier zurück zum Treiben lassen beim Vecki-Rig und weiter hier an der Stelle probieren. Na, ist es denn? Ja, vom einen Treibangeln zum richtigen Treibangeln. Natürlich muss ich es auch hier mit der Match probieren. Und jetzt kommt so gerade eben ein bisschen Sonne raus. Das ist doch hervorragend. Und ich teste das natürlich auch direkt weiter hier mit Vecki. Na guck, weiter runter. Ich mache jetzt hier wieder eine Spezialart vom Match-Routen-Treibangeln. Wenn man sich das hier anschaut, die Pose soll quasi so liegen. Die ändert jetzt gleich nochmal die Richtung. Das heißt, der rote Kopf geht gleich in die andere Richtung, schön links rüber. So, perfekt. Und so treibt die jetzt genau so die ganze Zeit über den Grund, weil der Köder jetzt hier auf 3,50 Meter Tiefe liegt. Also der Köder hier liegt jetzt gerade deutlich tiefer, als das Gewässer tief ist. Das bedeutet, der Köder hängt viel weiter hinten und schleift die ganze Zeit langsam über den Grund, lässt dadurch die... Ist da was dran? Nee, lässt dadurch die Pose umkippen, aber dann, ja, das Anschlagen macht es natürlich besonders tricky. Das heißt, sobald die Pose so ein bisschen dann aufsteht, gerade wird, ein bisschen ins Wackeln kommt, hat man dann quasi schon einen Biss. Also da muss man wirklich ganz vorsichtig die ganze Zeit die Posen im Blick behalten. Wie verhalten die sich? Treiben die, gucken wir mal, kann ich nochmal ranzoomen, genau, treiben die jetzt so schön konstant immer in eine Richtung oder fangen die auf einmal an zu wackeln? Dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass da ein Fisch dran ist. Auch hier, genau, hier schleift das gerade so ein bisschen mehr über den und hakt. Bisschen mehr über den Grund. Das ist übrigens eine Methode, wie man richtig gut auf diesen Langnasen-Saugdöbel immer wieder gehen kann. Na, da war ein kleiner. Ich hatte gerade schon hier einen etwas größeren. Immerhin maße ich auch mit der richtigen Farbe. Und ich teste jetzt hier gerade erstmal ein bisschen Köder wieder. Also, welche Köder gehen hier drauf? Jetzt kommen, haben wir momentan so viele Posen gerade draußen, also so viel Treibangeln mit allen drei Routen. Ich muss die eins auch gleich wieder zurückziehen. Und dann lasse ich das Vecki-Rig mal so ein bisschen aus gerade. Also das Vecki-Rig soll zwar auch, man sieht es auch tatsächlich in den Rekorden, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, selbst beim Langnasen-Saugdöbel, hauptsächlich auf den gerade genannten sind die wöchentlichen Rekorde offenbar. Testen gerade sehr viele Leute diesen Köder, diesen King Vecki-Wurm in Weiß. So, jetzt mal schön wieder die Posen im Blick behalten. Die eine dreht sich noch gleich um und da ist schon wieder was drauf. Jawohl, so soll das sein. Ja, so macht es auch Bock. Jetzt ist für mich gleich nur noch die Frage, na guck, gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen dicker rein, also größere Haken. Und dann vielleicht doch noch eine Chance hier auf dem dicken, fetten Saugdöbel.
Na, wenn das nicht sogar schon einer ist, das wäre doch der Hammer. Wenn das einer ist, dann hat er richtig Gewicht. Aber wahrscheinlich eher ein Lachs, ne? Guck, die andere zieht auch gerade ab. Kriege ich die noch gehakt? Zu spät. Jetzt schnell wieder auf den zurück. Nicht, dass der flöten geht. Die andere hat sich auch gerade wieder komisch verhalten. Übrigens auch immer darauf achten, wie ist der Untergrund, ne? Wenn ihr hier auf einmal in einem Bereich seid, wo der Untergrund auf einmal ganz flach wird und so, ändert sich natürlich auch das Verhalten der Pose. Nö, nen Lennox-Alden. Och, wat. Damit hätte ich ja nur nicht gerechnet. 2,7er Lennox. Ah, gut, wegen dem Blutegel vielleicht. Blutegel und Tauwurm. Für den Lennox. Sehr schön. So, schnell wieder zurück auf die andere Match. Reinholen, nochmal wieder richtig auswerfen. Und jetzt gleich hier speziell in den Abendstunden habe ich ja richtig Bock darauf, dass hier noch mehr von den Saugdöbeln draufgehen. Das wär's doch. Ugui bisher, leider Fehlanzeige bei mir. Noch kein Ugui. Da war doch schon wieder was dran, oder? Ich glaube, da war schon wieder was dran, aber nicht gehakt. So, jetzt wieder schön die Posen im Blick behalten. Es ist wirklich, es ist schwierig. Also es ist wirklich ein Angeln, wo man echt extrem auf die Posen achten muss. So, aber ich glaube, das passt gerade ganz gut zusammen. Also die Kombination eben aus dem Treiben lassen hier schön mit Wacky-Rig und dann nebenbei eben hier die Posen im Blick behalten. Das kann man ganz gut machen. Das mit dem Grundangeln, war jetzt nicht so der Burner. Also das hat sich jetzt nicht so gelohnt, gerade jetzt bei dem verregneten Wetter. Jetzt kommt gerade die Sonne halt raus. Jetzt müsste ich es theoretisch alles nochmal testen. Aber das mache ich dann später. Jetzt ziehe ich erstmal durch hier mit den Posen und teste auch noch ein bisschen weiter hier auf den Langnasensaugdöbel. Das wäre es doch mal, wenn das Teil mal schön in groß reingeht. Vielleicht sogar als Trophy. Mega nice. Absolut seltener Fisch. Und wie gesagt, eben auch schwierig zu beangeln. Dieses über den Grund schleifen lassen, hatte ich vor Jahren schon mal ein Video gemacht. Ja, wie man den quasi fängt. Damals hatte ich, glaube ich, sogar noch gesagt, dass es eher nachts zu machen wäre. Muss man, glaube ich, gar nicht. Also es geht eben auch ganz gut tagsüber. Und der beißt wohl auch sehr gut am Tag. Also man muss nicht nachts auf den Langnasensaugdöbel gehen. Da hinten wird es gleich 2 Meter, aber da ist was dran. Und nicht gehakt. Doch noch gehakt. Doch noch gehakt. So, wen jetzt als erstes? Ich würde sagen, erstmal hier vorne den Wecki, der ist näher dran. Und dann haben wir das schon erledigt. Komm, schnell ran hier. Scherechnev Saibling, lol. Auch super selten. Auf den Wecki. Und weiter im Blick behalten. Da hinten, wie gesagt, wird es 2 Meter flach. Vielleicht ist das auch ein Bereich, der nochmal interessant ist. Da, Tatsache. Schon wieder. Zieh. Oha. Jetzt schnell rein hier damit. Da ist was Dickeres drauf. Das ist ja krass. Ja, super spannend hier. Also Match nach wie vor für mich absoluter Kicker. Langnasensaugdübel mit 900. Alter, Herr von Bödefeld, sag ich immer wieder, ey. Krass, schnell ran hier. Einfach zu begeistert von dem Fisch. So, schnell den nächsten. Vielleicht ist da hinten auch the way to go, da hinten einen Spot. Das wäre nicht so schlecht, weil da vorne wäre so eine kleine Landzunge, ne? Hier vorne, wo die Sonne gerade noch so scheint. Dann da in dem Bereich einfach hinwerfen. Das wär's doch. Wenn da die Saugdöbel stehen, dann gehe ich auch gerne hier vorne angeln. Habe ich eigentlich die Map schon gezeigt? Ich habe noch gar nicht gezeigt, wo ich hier bin, ne? Mann. Gucken wir natürlich gleich nochmal kurz rein. Und ich glaube, dann haben wir es. Oh, eine Dolly. Okay. Warte mal. Also, das hier. Na, guck. Wenn man hier rüber treiben lässt, so in diesen 2-Meter-Bereich. Aber hier sind sie gerade eingeschlagen. Und ich stehe eben hier weiter oben. 195. Genau. Direkt hier ist so ein schöner Stein. Da kann man sich das gut merken. Zack, an dem Stein. Und dann hier. Tja, wie weit ist das? Ungefähr 30 Meter weit raus. 25 Meter weit raus. 3,50 Meter Tiefe jetzt von der Schnur. Absinken lassen. Zack, das Ganze hier auch nochmal. Die muss ich ein bisschen weiter aufladen. Zack, nochmal schön ein bisschen straffen die Schnur. Und dann hier das dritte auch nochmal raus mit dem Wacky Rig.
Und dann haben wir jetzt hier drei Setups wieder schön. Genau. Alle Posen genau in richtiger Position. Guck mal, die tänzelt schon so ein bisschen. Na. Hat sie sich schon. Groove die sich so ein bisschen ein? Oder. Na, ich glaube, da zuppelt noch nichts. Ich glaube, die ruckelt gerade nur so über den Grund. Aber so ist schon eigenartig. Also, wenn die so sehr hin und her schwanken, ist das schon eigentlich nicht so ganz normal. Ja. Aber es scheint bei der gerade normal zu sein. Aber wenn die dann aus diesem kontinuierlichen raus sind, dann ist halt ein Fisch. Alter, das ist aber schon krass. Das ist ja schon krass gewesen. So, jetzt lassen wir sie nochmal so treiben. Und auf der 1 ist was dran. Jawohl, und gehakt. Siehst du, die hat sich umgedreht einfach, steigt auf, dreht sich dann um, weil dann eben der Köder oder so mit der Strömung wieder zieht. Und ja, das ist dann eben das Zeichen, da muss was dran sein. Also, richtig, richtig coole Angelmethode. Einfach mal wieder ein bisschen was Freakiges, was nicht so häufig gemacht wird. Und ja, das natürlich dann eben auch auf die freakigen Fische. Langnasen-Saugdöbel, Alter. Nicht schlecht. Also vom anfänglichen Ugui-Suchen auf den Saugdöbel gekommen und den suche ich jetzt noch weiter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, schön den Ugui, den Langnasen-Saugdöbel suchen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.